Herzlich willkommen zum Live Trading TV von JFD. Den Risikohinweis sollte langsam jeder kennen. Und dann schauen wir uns zunächst erst einmal wieder die Kursliste des DAXes an, die Gewinner und Verlierer. Heute sind die Automobilwerte hier auf der Gewinnerseite und eine Deutsche Bank wieder auf der Verliererseite. Die BMW-Aktie, da hatte ich heute früh auf Godmode schon einen Chart vorbereitet. Und hier ist für mich die Konsolidierung absolut bullisch. Ein Ausbruch über die 89 Euro sollte ein Kursziel generieren von ca. 93 Euro. Aber hier dürfte dann auch die Party dann vorbei sein. Bei der Deutschen Bank Aktie, da würde ich einen Rücklauf ja von 25,80 präferieren. Und hier wäre dann ein gutes Einstiegslevel, um nochmal auf eine Aufwärtsbewegung zu spekulieren. Also die zwei Chartbilder sind für mich auf jeden Fall bullish. Das mal zum vorneweg. Dann schauen wir auf den DAX. Beginnen wir nochmal kurz in den oberen Zeitebenen. Hier im Monatschart hat sich natürlich nichts getan. Hier sieht man nur, wie wichtig ein Ausbruch über 10.200 wäre ja auf Monatssicht. Im Wochenchart kämpft er weiterhin mit dem EMA 10 und mit der Unterkante vom Rainbow relativ, ja. Das ist jetzt auch nicht gerade bislang eine bullische Kerze im Wochenchart. Und im Tageschart ist eigentlich gut unterstützt durch den Rainbow hier. In diesem Bereich 10.060. Im 4-Stunden-Chart liegt eigentlich der Kurs über dem Rainbow. Mehr kann man hier jetzt eigentlich nicht groß rauslesen. Es ist ja eine Seitwärtskonsolidierung innerhalb von rund 100 Punkten seit 19. Oktober. Da passiert im Moment ja nicht viel auf 4-Stunden-Basis. Der Stundenchart ergibt sich auch bei 10.080 ein gutes Unterstützungslevel. Aktuell steht da am EMA 38, also ein Verkaufssignal. Auf dieser Zeitebene gibt es im Moment noch nicht. 30 Minuten Chart ist er hier im Rainbow geblieben. Und auch jetzt ist er noch zwar in der Wolke und im Rainbow oder beziehungsweise an der Oberkante. Ja, für einen Ausbruch wären hier Kurse von 10.150 notwendig. Schauen wir in den 15-Minuten-Chart, wo er gestern ja exakt an dem EMA 200 abgeprallt ist. Hat hier eine dynamische Aufwärtsbewegung, also eine Welle. Hier kann man eine Welle zu Ende zählen und darauf jetzt eine Korrektur. Und hier auf kurzfristiger Sicht ist eben jetzt das heutige Tagestief zu beachten. Würde er jetzt hier darunter fallen, würde ich jetzt deutlich tiefere Kurse sehen. Das ist jetzt hier aus dem ganz kurzfristigen Chart. Ja, Kurse, ja, bis. Ja, das Unterstützungslevel von 10.080 wäre mir eigentlich zu nahe. Da wäre aber in den höheren Zeitebenen gut unterstützt. Der Anlaufpunkt wäre dann die 10.060. Wäre dann möglich.
mit dem Bruch von der 10.107 wären dann ca. 60 Punkte Abwärtspotenzial vorhanden. So, dann hätten wir den DAX. Kommen wir zum Euro-US-Dollar, zum Euro allgemein auch nachher noch. Das Setup läuft seit dem 15.10., ist dann hier wirklich in den Kaufbereich eingedrungen, auch zeitlich. Und ab jetzt sollte er steigen, idealerweise. Den Stopp, wer investiert ist, ja, müsste schon den Stopp jetzt hier unten an die 1.13er Marke noch legen. Oder wäre sehr eng, ja, an die Tiefs, an die Vorgängertiefs oder an die 4-Stunden Kerzentief legen. Zwei andere Analysen zum Euro habe ich ja noch veröffentlicht. Einmal war das gestern Euro gegen das Pfund. Hier hat er jetzt aktuell im 4-Stunden-Chart den Abwärtstrend gebrochen, ist aber nicht an die Buy-Marke, über die Buy-Marke angestiegen und ist knapp davor wieder nach unten gedreht. Ja, diese Kerze ist natürlich mit dem Abprall an der Oberkante des Rainbows natürlich negativ bärisch zu interpretieren erstmal, aber da es hier eventuell eine Aufwärtsbewegung zu Ende ist, sind mögliche Einstiege, Long-Einstiege trotzdem noch hier zu suchen. Die Pullbacks, also jeder Pullback, der noch sich überhalb von 0,7350 abspielt, wäre für mich noch ein Signal einzusteigen, auf der Longs, die Long-Seite zu spielen. Im Euro gegen Yen hatte ich ja geschrieben, also unterhalb von dem EMA ist das Währungspaar für mich uninteressant für Long. Hier ist jetzt der Anstieg an den ersten Abwärtstrend möglich. Hier der, dann ein Pullback bis wieder zu der 135,60 bis zur Wolkenoberkante. Von dort aus könnte dann eine Aufwärtsbewegung wie eingezeichnet starten. Ein richtiges Kaufsignal oder ein handfestes Kaufsignal würde aber erst über 137,05 entstehen. Und dann würde auch noch die Abwärtstrendlinie dazwischen liegen, aber da müsste man eben schauen, wenn der Kurs hier oben steht, wie das Muster sich vorher ausgebildet hat. So, dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich werde im Laufe des Tages noch eine Analyse zu den US-Werten erstellen. Weiterhin gute Trades.